Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Show Woche von Zocken mit Jani. Hier ist wieder Elik und ich zeige euch ein weiteres Browser-Game samt Fortsetzung, welches einfach eine Menge Spaß macht, ziemlich stumpf ist und für ziemlich viel hektisches Geklicke sorgt. Die Rede ist von Burrito Bison und Burrito Bison Revenge. Sowohl der erste als auch der zweite Teil wurden von CheerCBeast entwickelt und sind auf Armor Games veröffentlicht worden. Und diese unglaubliche Geschichte zeigt uns, dem Burrito Bison, wie wir beim Einkaufen sind und warum auch immer von einer Hand in eine Gummibärchentüte gezogen werden und dann dort in einer Art Arena auftauchen. Das ist jetzt nicht die beste Story, die vielleicht ein Spiel haben kann, das ist bei dem Spiel aber vollkommen egal, weil das an sich einfach zu genial ist. Das ist echt zu cool gemacht. Also unsere Aufgabe ist es, aus dieser Gummibärchentüte wieder zu entkommen. Und das ist gar nicht so schwer, denn es handelt sich bei Burrito Bison und der Fortsetzung um ein Toss-Game. Wer noch nie was davon gehört hat, ein Toss-Game ist ein Spiel, in dem es darum geht, Dinge möglichst weit zu schmeißen. Das klingt jetzt nicht sonderlich aufregend, aber je länger man das spielt, desto spaßiger wird das Ganze, denn während man am Anfang nicht viel mehr machen kann als zuschauen und gucken, was passiert, kann man im Laufe des Spiels das Geld, welches man bekommt, wenn man die Gummibärchen zerklopft, im Shop ausgeben, um entweder den Bison zu verstärken, indem wir die Standardstärke zum Beispiel erhöhen oder die Verlangsamung dämpfen oder was weiß ich, oder man kauft sich zusätzliche Gummibärchen, die dann im Spiel auftauchen. Und wenn man diese Gummis berührt, die man sich da gekauft hat, wirken die sich unmittelbar aus und man ist meistens in der Lage, unglaublich weit geschleudert zu werden, und je mehr man upgradet, desto weiter fliegt man ja auch so schon, und deswegen kann man beispielsweise die großen Türen durchbrechen und dann die neuen Orte im Gummiland finden, bis man irgendwann endlich aus der Tüte entkommen kann. Und wem das nicht reicht, der kann versuchen, nach der Beendung des Spiels die Achievements noch freizuschalten, die gibt es nämlich auch noch. Oder er kann sich gleich in Teil 2 stürzen, der die unglaubliche Story vom ersten Teil weitererzählt. Wir bemerken nämlich in Teil 2, dass wir unser Portemonnaie verloren haben. Das wurde uns nämlich in Teil 1 beim durch die Gegend fliegen geklaut. Und damit müssen wir natürlich sofort zurück in die Tüte, denn sonst können wir ja schlecht unseren Einkauf bezahlen. Wie im ersten Teil ist es auch hier wieder die Aufgabe, möglichst weit zu fliegen oder uns möglichst weit zu schleudern, bis wir bei unserem Portemonnaie aufschlagen. Und anders als im letzten Teil sieht die Gegend aber nun auch komplett anders aus und wir können im Shop vor allem mehr kaufen. Wir können nun nicht mehr nur unseren Helden stärken oder neue Gummis kaufen. Wir können uns jetzt auch noch neue Weggefährten kaufen, die uns ziemlich gut helfen oder auch die Gegner in der Arena verändern. Dadurch gibt es übrigens auch nochmal neue Achievements. Abgesehen davon gibt es übrigens jetzt auch noch Missionen, die uns extra Geld bringen. Die sehen wir jedes Mal, wenn wir einen Flug beenden am Ende und auch den Fortschritt, wie viel wir davon geschafft haben. Und ich glaube, es gibt 120 davon. Und wenn man die alle geschafft hat, gibt es, glaube ich, nochmal ein Achievement. Apropos davon gibt es natürlich generell wieder Achievements. Und an sich war es das auch schon. Das Spiel ist wirklich kurz erklärt, aber es macht wirklich irre viel Spaß, gerade weil es so stumpf ist. Und wenn man erstmal drin ist, kann man irgendwie nicht mehr aufhören, weil man unbedingt nochmal eine Runde spielen will oder vielleicht nochmal was kaufen kann oder nur noch ganz wenig Geld fehlt oder weil man dann was Neues hat, und so ist das so ein kleiner Teufelskreis, weil man immer wieder was hat, um weiterzuspielen. Okay, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich aus der Let's Show Woche, würde euch sagen, viel Spaß beim Spielen und natürlich bei den anderen Let's Shows und bis zum nächsten Mal, euer Elik. Bye!